Hallo, mein Name ist Jonas, ich studiere Chemie und zwar hier am Nordcampus der Universität. Der Nordcampus ist neben dem Zentralcampus in der Innenstadt der zweite Teil der Universität, wo eher die naturwissenschaftlichen Fakultäten angesiedelt sind. Zum Beispiel die Fakultät für Chemie, die Fakultät für Physik und noch ganz viele weitere. Auch Max-Planck-Institute und das Deutsche Primatenzentrum, das befindet sich hier alles am Nordcampus, der auch über eine große, breite Fahrradstraße gut mit dem Zentralcampus verbunden ist. Man braucht so 15 Minuten mit dem Rad, um hier hochzukommen. Die Fakultät für Physik hat eins der schönsten und modernsten Gebäude am Nordcampus. In ihr sind moderne Laboratorien und vor allen Dingen auch schöne Hörsäle mit Tageslicht beherbergt. Außerdem finden wir dort die Bereichsbibliothek Physik und die KAFÜ, die Cafeteria der Physik, wo zwischen den Vorlesungen Zeit und Raum für Kaffee und Gespräche mit Freunden sind. Hinter mir seht ihr meine Fakultät, die Fakultät für Chemie. Die umfasst drei Institute, das Institut für Anorganische, für Organische und das Institut für Physikalische Chemie. Mit der Universität Göttingen sind auch 44 NobelpreisträgerInnen assoziiert, darunter Stefan Hell, der 2014 den Nobelpreis für Chemie bekommen hat und hier am Max-Planck-Institut forscht. Jetzt hinter mir seht ihr das X-Lab. Das X-Lab, auch hier am Nordcampus, ist das größte Schülerlabor Deutschlands. Im X-Lab werden Kurse für Schüler angeboten, Lehrerfortbildungen, Abiturvorbereitungskurse und ihr könnt sehen, in allen vier Fachbereichen Informatik, Biologie, Chemie und Physik, die die einzelnen Etagen und einzelnen Farben des Hauses repräsentieren. Wer Lust auf Snacks zwischendurch oder vielleicht ein vollwertiges Mittagessen hat, für den gibt es hier die Nordmensa fürs Mittagessen und die Coffee Bar ins Grüne für die kleinen Snacks oder etwa für einen leckeren Nachmittagskaffee.